Das war knapp. Oh oh, sieh mal! Diese Blasterjets haben alle Brücken zerstört. Und jetzt schaffen wir es nicht bis zur Ziellinie. Tja, wenn wir da nicht hinfahren können, benutzen wir unsere Powerreifen und fliegen hin. Ja, wir können ihnen Raketenpower geben. Um unseren Reifen Raketenpower zu geben, ruft Raketenpower! Raketenpower! Die Blasterjets verfolgen uns! Keine Sorge! Ich weiß, wie wir sie loswerden können. Wir werden sie einfach mit etwas Haftendem fangen. Ja! Wir nehmen dafür etwas, das klebt. Schaut mal! Ich habe Klebeband und einen Basketball. Was davon klebt? Das Band oder der Basketball? Das Band! Richtig! Es hat geklappt! Einer der Blasterjets klebt am Band fest. Aber es sind noch mehr Blasterjets hinter uns her. Schnell! Lass uns was anderes finden, das gut klebt. Mal sehen. Ich habe eine Büroklammer und Ahornsirup. Was davon klebt gut? Die Büroklammer oder der Ahornsirup? Der Ahornsirup! Ja! Zeit für etwas Haftkraft! Jetzt ist nur noch ein Blasterjet übrig. Um den letzten Blasterjet zu stoppen, nehmen wir da Kleber oder Wasser? Was davon klebt gut? Kleber oder Wasser? Kleber! Richtig! Geschafft! Wir haben alle Blasterjets gestoppt. Ja, und da ist die Ziellinie. Oh oh, aber seht mal, da ist Crusher. Bin gleich da. Wir haben nur noch eine einzige Chance, um zu gewinnen. Es ist Zeit für den Powerreifen Turbo Speed. Damit ich Turbo schnell werde, ruft Gib Speed! Gib Speed! Und der Gewinner ist Blaze! Jetzt, wo wir das Himmelhochbergrennen gewonnen haben, wie wollen wir das denn feiern? Oh, ich habe eine Idee. Was sagt ihr dazu, wenn wir unsere Powerreifen dafür benutzen, um mit Eiscreme zu feiern? Macht euch bereit! Das Rennen um das goldene Geschenk geht nun gleich los! Auf die Plätze! Fertig! Los! Wir geben Gas! Oh, für den Motorbrummen auf voller Tour! Oh, das geht. Wir haben Spaß und wir sind los! Kommt alle schnell, wir müssen los! Wir müssen los! Erster Gang und wir fahren los! Wir müssen los! Kommt alle schnell, wir müssen los! Wir müssen los! Wir müssen los! Oh, los geht's!
Wir müssen los! Oh, los geht's! Wir müssen los! Oh Mann! Wenn wir zum goldenen Geschenk wollen, dann müssen wir aber irgendwie an diesen riesengroßen Wachmännern vorbeikommen. Hey, wartet! Ich hab eine Idee. Wir müssen etwas Großes, Schweres finden, das rollt. Ja, das könnten wir gegen die Wachmänner rollen und sie damit umwerfen. Oh, Zack gefunden, große runde Bowlingkugel. Zack! Gut gemacht, Zack. Ich frag mich, ob die wohl rollt. Schätzen wir ab. Wenn wir die Bowlingkugel anschieben, wird sie dann rollen? Okay, mal sehen. Sie rollt! Ja! Alles klar! Die Bowlingkugel hat den ersten riesengroßen Wachmann weggeschubst. Aber da sind noch zwei, die uns den Weg versperren. Hey, vielleicht können wir diesen dicken Holzbaustein auf sie zurollen. Hm, was denkt ihr, wenn wir den anschieben? Glaubt ihr, dass er dann rollt? Finden wir es raus. Nein, der Baustein rollt nicht. Suchen wir uns was anderes. Hey, wie wär's mit diesem Riesenstein, den ich gefunden hab? Gute Idee, Darrington. Wenn wir den Stein anschieben, wird er dann rollen? Okay, probieren wir's. Ja! Rollt! Jetzt ist nur noch ein riesengroßer Wachmann übrig. Hey, Leute! Was sagt ihr? Können wir die nicht rollen lassen? Wow, das ist große Wassermelone. Schätzen wir es ab. Wenn wir die Wassermelone anschieben, glaubt ihr, dass sie dann rollt? Finden wir es raus. Sie rollt! Lebt wohl, riesengroße Wachleute! Jetzt kann niemand mehr vor mir beim goldenen Geschenk sein. Doch. Ja! Wow, wir haben das Rennen gewonnen. Rasselnde Radkappen. Seht doch mal, mit dem goldenen Geschenk da passiert etwas. Oh, Geschenk geht auf. Dann sehen wir endlich gleich, was drin ist. Im goldenen Geschenk waren noch mehr Pakete. Für jeden von uns. Na dann los jetzt. Machen wir sie auf. Wow, es ist eine Hüpfstange. Die habe ich mir gewünscht. Und eine Spielzeugrakete, die ich mir gewünscht hatte. Yeeha! Ich habe ein brandneues Lasso. Und ich ein Trampolin. Juhu, toll. Spielzeug-Dinosaurier. Ein Skateboard. Ein Stoffelefant. Eine E-Gitarre. Wow. Im goldenen Geschenk war das perfekte Geschenk für jeden von uns. Es wird Zeit, um aus mir einen Sattelschlepper zu bauen. Als Sattelschlepper brauche ich zuerst einen Anhänger, in den die schweren Sachen reinpassen. Um den zu bauen, ruft Anhänger! Anhänger! Nun brauchen wir die Zwillingsreifen. Das sind zusätzliche Reifen, mit denen man den schweren Anhänger ziehen kann. Um die Zwillingsreifen zu bauen, ruft Zwillingsreifen! Zwillingsreifen! Jetzt fehlt nur noch der Dieselmotor, damit der Sattelschlepper genug Kraft hat, um alles zu ziehen. Um den Dieselmotor zu bauen, ruft Dieselmotor! Dieselmotor! Oh ja! Ich bin eine Sattelschlepper-Monstermaschine!
Wir verladen die Medizin. Und die Ziegelsteine. Und jetzt den Wassertank. Alles verladen und startklar. Sattelschlepper, roll los! Feuerwehr an AJ. Kannst du mich hören? Laut und deutlich, Feuerwehr-Truck. Wir brauchen jetzt wirklich bald das Wasser, AJ. Ja, das Feuer nähert sich schon dem Baum. Haltet noch durch, Leute. Blaze und ich kommen mit eurem Wasser so schnell wir können. Danke, AJ. Over und aus. Pass auf! So ein Rost. Die Felsen versperren den Weg. Aber wie soll jetzt das Wasser bloß zur Feuerwehr kommen? Sieht aus, als würden wir da nur durchkommen, wenn wir die Steine aus dem Weg schmettern. Mit ganz viel Kraft. Ja! Und ich weiß auch, wie wir mehr Kraft bekommen. Wir müssen den Sattelschlepper nur schwerer machen, damit wir noch viel mehr Masse haben. Eine Masse von 100 Tonnen! Was meint ihr, wie viel Masse habe ich jetzt wohl? Haben wir schon 100 Tonnen? Nein, das sind nur 50. Ich brauche mehr Masse. Hey, ich habe eine Idee. Achtung an alle. Sattelschlepper Blaze braucht Hilfe. Hört mich einer? Roger, Blaze und AJ. Das ist Frau Dr. Rashi. Wenn du Hilfe brauchst, komme ich doch so schnell, wie ich kann. Dankeschön. Klettern Sie rauf. Mal sehen, ob die Masse von Blaze jetzt bei 100 ist. Ist das die Zahl 100? Nein, das ist die 60. Blaze braucht noch viel mehr Masse. Seht, da kommen die Bauarbeiter. Hey, Blaze, wir kommen euch helfen. Ja! Warte, Blaze, das hört sich an wie die Gorillas. Sie wollen auch mithelfen. Danke, Gorillas. Und wie viel Masse habe ich jetzt wohl? Ist das die Zahl 100? Ja, ich wiege 100 Tonnen. Alle Mann festhalten. Jetzt wird losgeprescht. Super gemacht, Blaze. Danke für eure Hilfe. Blaze, davon! Das ist der Rauch von dem Feuer. Wir müssen das Wasser schnell zu den Feuerwehrleuten bringen. Gib's Speed! Los, ja! Blaze! Oh, ich habe kein Wasser mehr. Ich auch nicht. Ich habe auch keins. Hey, Leute. Da kommt Sattelschlepper Blaze. Wasser abladen. Er hat es geschafft. Ja. Das Feuer ist aus. Danke, Blaze und AJ. Ohne euch hätten wir das Feuer niemals löschen können. Gern geschehen, Feuerwehrleute. Denkt immer dran, wenn ihr eine wichtige Lieferung braucht, wisst ihr, wen ihr anruft. Sattelschlepper Blaze! Hey, seht mal! Zugschienen! Der Tunnel, da muss eine Abkürzung durch die Berge sein. Eine Abkürzung? Oh, ich liebe Abkürzungen! Oh, diese Abkürzung ist sehr holprig! Warte, Funkel! Wir können auf Zugschienen nicht schnell fahren! Ja! Um auf den Schienen schnell fahren zu können, müssen wir uns verwandeln. Oh ja! Jetzt sind wir Schnellzug! Monstermaschine! Wow! Kommt, Schnellzugmaschine! Hier geht's lang! Hä? Was ist denn das für ein Geräusch? Oh oh, das klingt leider nach Dickhornschafen. Rostfleck, sie schieben stinkende Mülltonnen auf die Schienen. Helft uns, ihnen auszuweichen. Auf welcher Schiene liegen Mülltonnen?
auf der blauen. Ja! Schnell, Funkel! Schiene wechseln! Wir haben's geschafft! Seht mal, da ist das Ende des Tunnels. Aber die Dickhornschafe sind wieder da. Und diesmal werfen sie auf beide Schienen Mülltonnen. Auf welchen Schienen liegen jetzt Mülltonnen? Auf der blauen und der roten. Ja. Macht's gut, ihr Dickhörner. Passt auf! Oh, Rostfleck! Dieser Bauroboter baut eine Mauer, um uns aufzuhalten. Also, wir geben nicht auf. Wir müssen einen Weg finden, um daran vorbeizukommen. Oh, ich habe eine Idee! Wie wär's, wenn wir es hiermit versuchen? Mit der Steinschleuder! Ja! Yeah! Das ist eine tolle Idee, Funkel. Wir müssen uns nur mit der richtigen Flugbahn über die Mauer schleudern. Bringt uns die Flugbahn über die Mauer? Nein! Versuchen wir es nochmal. Bringt uns diese Flugbahn jetzt über die Mauer? Ja! Monster Arena, jetzt kommen wir! Ich kann nicht zulassen, dass Blaze und Funkel schneller sind. Ich will gewinnen. Passt auf! Rostfleck, jetzt ist ja die Bahn kaputt. Oh, so ein Mist. Sieht so aus, als könnte keiner mehr zur Ziellinie kommen, was? Außer mir. Oh nein, wir müssen einen Weg finden, um rüberzukommen. Oh, ich weiß was. Wie wär's, wenn wir super schnell fahren und rüberspringen? Yeah! Es ist Zeit für Turbo Speed! Um Turbo schnell zu werden, ruft Gib Speed! Gib Speed! Und die Gewinner sind Funkel und Blaze! Yeah! Ja! Wir haben es geschafft! Wir haben gewonnen! Ja! Gut gemacht, Blaze und Funkel, das war genial! Das war vielleicht ein Rennen! Wow, danke euch allen! Ich kann es einfach nicht glauben! Ich habe all meine Sticker und wir haben das Rennen gewonnen! Herzlichen Glückwunsch, Funkel. Ich bin so stolz auf dich. Danke, Blaze. Kommt alle mit. Folgt mir. Dinosaurier-Teams, auf die Plätze. Oh, ich kann es kaum erwarten, über die Ziellinie zu fahren und den Dinosaurier-Pokal zu gewinnen. Und Piffy, was machst du da? Tja, weißt du, ich übe, mein Hinterteil zu benutzen. Dein Hinterteil? Oh ja, Dinosaurier benutzen ihr Hinterteil, um sich vor gefährlichen Dingen zu schützen, wie anderen Dinosauriern und Krokodilen und Hosen. Hosen? Unsinn. Dinosaurier müssen sich keine Sorgen machen wegen Hosen. Oh nein, das klingt ja nach Blaze und Zack. Oh, das ist nicht fair. Ich will das Dino-Derby gewinnen. Ich will das Dino-Derby gewinnen. Ich will das Derby gewinnen. Wow, war
Wartet mal, Dinosaurier-Team. Hört ihr das? Woher kommt dieses Grollen? Oh, Zack weiß. Das Geräusch von Boden, der einbricht. Oh, das nicht gut. Kolbenfresser, wir sind in einer unterirdischen Höhle gelandet. Sieht aus, als hätte euer Team da ein höhlisches Problem. Versteht ihr? Ihr steckt in der Höhle. Team gewinnt nicht, wenn Team hier unten festsitzt. Hey, keine Sorge, Zack. Wir finden einen Weg hier raus. Oh, seht! Trachodactylus fliegt aus Höhle raus. So ein Rost. Das heißt, dass hier vielleicht noch mehr von denen in der Höhle leben. Und wenn wir die irgendwo finden, können sie uns doch herausfliegen. Oh, Zack weiß, wie wir mehr finden. Zack benutzt Koordinaten. Ja! Visierblick, zeig uns Koordinaten, um einen zu finden. Die Koordinaten sind 3 und 4. Wir fangen mit der Zahl 3 an. Zählen wir 3 Höhlen zur Seite. Zählt mit uns. 1, 2, 3. Gut. Und die zweite Zahl ist 4. Also zählen wir 4 nach oben. Zählt mit. 1, 2, 3, 4. Oh ja! Mit Hilfe der Koordinaten haben wir einen gefunden. Oh, Trachodactylus, kannst du Zack mitnehmen? Das war's! Danke, Trachodactylus. Macht mit, suchen wir den letzten Trachodactylus. Die Koordinaten sind 4 und 6. Zählt bis 4 mit mir. 1, 2, 3, 4. Ja! Und jetzt zählen wir 6 nach oben. Zählt mit mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey, Trachodactylus! Könntest du mich hochfliegen? Für eure Hilfe, Flugsaurier. Tschüss, Freunde. Aber die dürfen mich jetzt nicht mehr überholen. Ich brauche die letzte Mogelei. Sowas wie. Wie das? Haha. Ich hoffe, Blaze und Zack sind Dino-lausige Verlierer. Das Dinosaurier-Tor. Es schließt sich. Oh, oh. Und schnell. Der einzige Weg durchzukommen, bevor das Tor unten ist, ist ein superschneller Turbo. Es wird Zeit für Dinosaurier Turbo Speed. Damit wir Turbo schnell fahren, ruft Gib Speed! Gib Speed! Die Sieger des Dino-Derbys sind Blaze und Zack! Wir haben es geschafft, Zack! Wir haben gewonnen! Blaze, AJ, ihr beste Teamkameraden, die ich je hatte! Okay, Stunt-Kätzchen, bist du bereit? Ja, miau, miau! Dann geht es jetzt los! Rost, Darrington fliegt einfach auf diesem riesigen Hotdog-Ballon davon. Oh, die Kleine macht sich große Sorgen um Darrington. Alles okay, Stunt-Kätzchen. AJ und ich sind da, um zu helfen. Ja? Ja, wir helfen dir, Darrington zu retten. Wir müssen nur schnell genug sein, um den Hotdog-Ballon einzufangen. Komm mit, Stunt-Kätzchen. Los geht's, wir retten unseren Freund. Oh oh, der Hotdog-Ballon fliegt mit ihm weit raus aufs Wasser.
Um ihn einzuholen, brauchen wir jetzt etwas, das uns schnell über das Wasser bringt. Hey, ich weiß auch schon was. Ein superschnelles Speedboot. Die sind sehr leicht und haben zwei kräftige Motoren. Damit gleiten sie superschnell über die Wasseroberfläche. Oh ja! Ich bin eine superschnelle Gleitspeedboot-Monstermaschine! Du hast recht, Stuntkätzchen. Da ist Darrington. Sein Ballon fliegt ganz schön weit oben. Um ihn zu retten, müssen wir irgendwie da hochkommen. Hey, ich glaube, Stuntkätzchen hat eine Idee. Wow! Cool. Stuntkätzchen benutzt einen Fallschirm, der sie sehr hoch in die Luft zieht. Ja, das nennt man Parasailing. Stuntkätzchen, du bist da! Oh, tausend Danke, Jo! Oh nein! Stuntkätzchen möchte Darrington retten, aber sie fliegt nicht hoch genug, um ranzukommen. Keine Sorge, ich weiß, wie wir den Fallschirm höher fliegen lassen. Wir müssen nur mit unserem Boot schneller fahren. Und dafür müssen wir beschleunigen. Ja! Damit Blaze schneller wird, ruft Beschleunigen! Beschleunigen! Es funktioniert! Wenn ich schneller werde, fliegt der Fallschirm viel höher! Fliegt Stuntkätzchen genauso hoch wie Darrington? Nein, noch nicht! Sie muss noch höher fliegen! Oh, hilf mir, Stuntkätzchen! Damit Stuntkätzchen höher fliegt, müssen wir noch schneller werden. Ruft beschleunigen! Beschleunigen! Fliegt Stuntkätzchen jetzt genauso hoch wie Darrington? Ja! Stuntkätzchen! Hat's geschafft! Oh, Stuntkätzchen, du bist wirklich das mutigste Mietekätzchen auf der ganzen Welt! Miau, miau, miau! Und jetzt alle mal gut festhalten, da wartet noch eine Show auf uns! Ja! Los geht's! Juhu! Wow! Aber wenn ihr die großen Loopings und den Riesensprung schaffen wollt, dann müsst ihr super schnell sein! Gut, dass wir Power zum Beschleunigen haben und super schnell werden können! Wir benutzen Turbo Speed. Seid ihr alle dabei? Fahren wir alle gemeinsam! Ja! Damit wir Turbo schnell werden, ruft Gib Speed! Gib Speed! Sehen. Schauen wir gemeinsam nach, wie es dem Einhorn Violett geht. Ah! Bitte, tapfere Ritter, ich muss aus dieser Blase rauskommen und zurück zu meinen Freunden nach Hause. Keine Angst, Violett. Blaze und ich sind schon auf dem Weg. Ritter, auf zur Rettung! Blaze, Achtung! Eisbrocken voraus! Das war knapp. Oh Mann, wenn wir zu Violett wollen, müssen wir an diesen eisspuckenden Bergen vorbei. Ich weiß wie. Wir könnten doch etwas dafür bauen. Etwas, das uns zwei über die Berge fliegen lässt und das Eis schmilzt. Ja, bauen wir doch einfach einen feuerspuckenden Drachen. Ich bin eine feuerspuckende Drachen-Monstermaschine. Feuer! Super
gemacht, Drache Blaze. Danke, AJ. Aber es gibt bestimmt noch mehr Eis. Passt mit auf. Wenn ihr noch irgendwo Eis seht, ruft Eis. Eis! Jetzt heizen wir ihn richtig ein. Drachenfeuer! Wir sind da, beim großen Blubberblasensumpf. Oh. Hilfe! Und das klingt nach Violett. Sie muss auf der anderen Seite des Sumpfes sein. Blaze, pass auf! Große Blubberblasen! Oh. Oh. Puh. Wir müssen aufpassen, sonst werden wir selbst noch in einer großen Blase gefangen. Hey, ich habe eine Idee! Jetzt als Ritter können wir sie platzen lassen. Du hast recht, Ritter AJ. Wir können unsere Schwerter benutzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Geschafft. Super gemacht, Ritter AJ. Ritter Blaze, Ritter AJ, Hilfe. Seht mal, da ist Violett. Aber der Wind pustet die Blase mit ihr weg. Komm mit, spring rein, AJ. Es wird Zeit, turbo-schnell zu werden. Damit ich turbo-schnell werde, ruft... Gib Speed! Gib Speed! Und Ritter AJ. Oh, ist doch gern geschehen, Violett. Und nicht nur wir freuen uns, dass du in Sicherheit bist. Seht mal, da kommen die anderen Einhörner. Violett, du bist gerettet. Komm mit, Violett. Jetzt, wo wir alle wieder zusammen sind, wollen wir nach Hause. Das ist eine tolle Idee. Und ich kenne den perfekten Weg, um dorthin zu kommen. Sieben Einhörner setzen ihre Magie ein und bilden eine Regenbogen-Rennstrecke. Kommt, Blaze und AJ, folgt mir! Ritter, auf zum Regenbogen! Ritter, schützen das Königreich, trotzen jeder Gefahr. Ritter, sie erfüllen jede Mission, sie sind für uns da. Team. Hier lang geht es zum Bauwettkampf. Wie kommen wir denn jetzt den steilen Schneehang da runter? Ich weiß es. Bauen wir uns doch Schlitten, um den Berg runterzufahren. Ja! Die Schlitten müssen nur lang genug sein, damit wir auch draufpassen. Die Schlitten brauchen eine Länge von 4 Metern. Hey, Zack, hast du Teile, die 4 Meter lang sind? Zack denkt ja. Toll! Helft mal mit. Messen wir sie ab. Welches Teil hat eine Länge von 4 Metern? Das blaue, ja! Es reicht auf dem Lineal bis zur 4. Dann los, Team! Bauen wir ein paar Schlitten! Alles klar! Die Schlittenfahrt geht los! Schlittert-Team! Findet der Bauwettkampf statt! Wir sind so nah dran! Aber wir können nicht über die Schlucht fahren. Na, dann müssen wir uns Flügel bauen und mit ihnen zur Wettkampfarena fliegen. Ja! Wir brauchen Flügel, die eine Spanne von 8 Metern haben. Schaut genau hin. Welcher Flügel hat eine Spanne von 8 Metern? Der orangefarbene, ja!
Team, fliegen wir los! Leute, leider sind Blaze und sein Bauteam immer noch nicht in Sicht. Also werden wir wohl nie erfahren, ob... Halt! Sekunde! Ich glaub's ja nicht. Sie kommen zurück zum Wettkampf geflogen. Hey, da sind sie! Das nenne ich mal einen Auftritt hinlegen. Jetzt muss das Team nur noch einen Turm bauen, bevor der Wettkampf endet. Und das ist in... 30 Sekunden! Wir haben nur noch 30 Sekunden? Oh, oh, das ist nicht viel Zeit. Keine Sorge, Team. Ich habe eine Idee, wie wir unseren Turm super schnell bauen können. Wir brauchen Turbo Speed. Ja, es kann losgehen. Damit wir turbo schnell werden, ruft Gib Speed. Gib Speed. Und? Die Zeit ist rum. Na, dann sehen wir doch mal, welches Bauteam den höchsten Turm gebaut hat. Oh, die sind hoch. Und der ist sogar noch viel höher. Hm, der da ist ungewöhnlich. Aber er ist auch der höchste Turm bisher. Ich weiß es, Picky. Wir gewinnen. Yep, unser Turm ist der höchste. Gleich nach dem da. Wir haben einen Sieger, Leute. Sieger dieses Wettkampfes sind Blaze und sein großartiges Bauteam. Ich gratuliere, Team. Ich wusste, dass wir es schaffen. Um das zu feiern, lasst uns noch eine letzte Sache bauen. Ja! Hey, ihr Lieben, helft uns. Wir bauen jetzt gemeinsam eine Rennstrecke. Ja! Gemacht, Chessie. Wow, ich glaube, beim Ballholen hat sie sich etwas schmutzig gemacht. Das macht nichts. Sie wird sehr gerne gebadet. Das stimmt doch, Chessie. Du hattest recht, Gabby. Sie badet wirklich gern. Chessie! Oh oh, die Flasche mit dem Badeschaum ist umgekippt. Und über der Wanne bilden sich jetzt riesengroße Seifenblasen. Chessie? Wo steckst du? Rostfleck! Seht nur! Sie fliegt in einer von den Riesenseifenblasen davon. Chessie! Mein armes Hündchen! Ich muss sie sofort retten. Halte durch, Chessie! Wir kommen! Chessie! Wenn ich doch nur wüsste, wohin Chessie geflogen ist. Mach dir keine Sorgen. Wir helfen dir, Chessie zu finden. Visierblick aktivieren. Könnt ihr Chessie hier bei den Blumen entdecken? Nein. Suchen wir woanders. Seht ihr Chessie da bei dem großen Wasserfall? Ja! Da ist sie! Rostfleck, Chessies Seifenblase ist zerplatzt. Jetzt sitzt die Arme mitten in dem Wasserfall fest. Beeil dich, Blaze. Ich will schnell zu dem Wasserfall und mein Hündchen retten. Chessie! Hab keine Angst, Chessie.
Cassie. Wir retten dich, Kleine. Ich verspreche es dir. Hey, ich sehe was, womit wir sie retten können. Da! Wir können mit einem der Bungee-Seile runterspringen und uns dann mit Jessie hochziehen lassen. Ja, seht mal hier. Bungee-Seile sind nämlich sehr elastisch. Deshalb kann man sie sehr lang ziehen. Danach ziehen sie sich wieder zusammen, wie sie waren. Um Jessie zu erreichen, brauchen wir ein Seil, das sich sehr lang ausdehnen kann. Es muss 9 Meter lang werden. Probieren wir das rote aus. Lässt sich das rote bis zur Zahl 9 ziehen? Es reicht leider nur bis zur 7. Das ist auch nicht lang genug. Jessie! Jessie kann nicht mehr lange auf dem Vorsprung bleiben. Er bröckelt langsam ab. Halte durch, Jessie! Macht mit! Probieren wir, ob uns das grüne Seil bis zu Jessie runterbringt. Lässt sich das Grüne bis zur Zahl 9 lang ziehen? Ja! Wir kommen, Jessie! Zeig, wie elastisch du bist! Wuhu! Ich hab dich, Jessie! Ich hab dich auch lieb, Jessie. Du bist das Allerliebste, das es gibt. Hey, Gabby, jetzt, wo Jessie wieder da ist, wie wär's, wenn wir zusammen was spielen? Also, ich glaube, Jessie gefällt die Idee. Ja! Komm, dann los, Jessie. Lass uns spielen! Wir drehen durch, ganz ohne Furcht, das ist nicht schwer. Auf geht's! Wir haben Spaß und geben Gas, ja, schau mal her. Und sing ein Lied. Los, komm, gib Speed. Wow, plötzlich fängt es an, richtig doll zu schneien. Rostfleck, seht, die Super-Schneekanone hüllt alle Iglus in Schnee ein. Oh Mann, wenn wir den Pinguinen ihre Pizza bringen wollen, müssen wir irgendwie durch den vielen Schnee kommen. Hey, ich weiß auch schon wie. Wie wär's denn, wenn wir etwas bauen, womit wir einen Tunnel durch den Schnee graben können? Wir bauen eine Bohrmaschine. Ja! Bohrmaschinen benutzen eine einfache Maschine namens Schraubspirale. Wenn sich die Schraubspirale dreht, schafft sie Sachen aus dem Weg und ein Tunnel entsteht. Oh ja! Ich bin eine Bohrer-Monstermaschine! Es funktioniert, Blaze! Wir graben einen Tunnel durch den Schnee! Hört mal, das klingt nach den Pinguinen. Ja, und jetzt müssen wir nur noch rausfinden, in welche Richtung wir bohren müssen. Helft uns dabei. Um zu dem ersten Iglu zu kommen, könnten wir nach oben oder nach unten bohren. Wo lang ist es richtig? Nach oben oder nach unten? Nach unten, ja! Und geschafft! Bitte schön, Pinguine. Eine Pizza mit extra vielen Eiswürfeln. Jetzt geht's zum letzten Iglu. Bohren wir nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts? Wo lang sollen wir bohren? Nach oben, ja! Bitte schön, Pinguine. Eine frische, köstliche Eis-am-Stiel-Pizza. Bis später, Pinguine. Wir müssen ein Rennen gewinnen. Hier sind wir jetzt, Leute, auf der Zielgeraden. Am Ende dieser Straße ist die Ziellinie, wo ein Elefant auf seine Pizza wartet.
Und die Welt wartet darauf, mitzuerleben, wer unser Sieger wird. Und wie aufs Signal kommt da auch schon Crusher. Ganz recht. Und wenn ich die letzte Pizza ausgeliefert habe, bin ich der Sieger. Ich. Ja. Toll, Crusher. Sieht aus, als könnte dich jetzt tatsächlich nichts mehr aufhalten. Weder die Piste, noch das Wetter oder das Loch da im Boden. Das Loch da im Boden? Oh nein. Das gibt's nicht. Da kommt Blaze. Hey, Crusher, brauchst du Hilfe? Machst du Witze? Okay, vielleicht ein kleines bisschen, aber... Also dann, Crusher, bereit, das Rennen zu Ende zu fahren? Ja, derjenige, der die Pizza zuerst zur Ziellinie bringt, gewinnt. Und ich denke, wir alle wissen doch schon, wer das sein wird. Ich! Ja. Hey, Jay, drück auf die Tube! Ich wusste es! Niemand wird seine letzte Pizza von mir abliefern! Ha! Nicht mal! Blaze! Und der Sieger des großen Pizzarennens, ja, der ist... Blaze! Bitte sehr, lieber Elefant, eine super große Pizza mit extra vielen Erdnüssen! Die Geburtstagstorte retten wir. Wir sind schon bald am Ziel. Nichts hält uns jetzt mehr auf. Nur vielleicht ein Krokodil. Krokodile? Rostfleck, solche Krokodile habe ich noch nie gesehen. Die glänzen, als wären sie aus Gold. Das sind ja auch keine gewöhnlichen Krokodile. Das sind Goldodile. Gold! Gold! Oh. Verflixt! So ein Goldodil kann man nur abschütteln, indem man ihm ein Stück Gold gibt. Aber wo sollen wir denn jetzt bitte schön ein Stück Gold hernehmen? Hey, ich weiß es! Wir können das Gold nämlich hier finden. Hier im Fluss. Ja! Wir brauchen nur einen Goldbagger. Ein Goldbagger ist ein Gerät, das Sachen vom Grund des Flusses hochholen kann. Die Goldstückchen bleiben in den Schaufeln hängen. Oh ja! Jetzt bin ich eine Goldbagger-Monstermaschine! Yeah! Beeilt euch! Ein Goldodil holt uns ein! Mampf, Gold! Schnell, suchen wir ein Stückchen Gold, um es zu füttern. Aktiviere Goldbagger! Schaut genau hin. Wenn ihr ein Stück Gold seht, ruft Gold. Gold! Wir haben ein Stück gefunden. Hey, Goldodilchen. Sieh mal, was wir hier haben. Gold. Ja! Es schwimmt auch weg. Gute Nachrichten, Leute. Wir sind schon fast am anderen Ufer des Flusses. Mampf. Ha! Aber wir müssen vorher noch mehr Gold finden, um das letzte von ihnen zu füttern. Wenn ihr ein Stück Gold seht, ruft Gold! 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 Yeah! Leb wohl, Goldodile! Seht doch da vorne! Die Ölbohrtürme schleudern rutschiges Öl auf die Gleise! Rasselnde Radkappen! Wenn der Zug auf dem rutschigen Gleis weiterrollt, wird es sehr schwer, ihn aufzuhalten! Ja! Schwere Sachen in Bewegung sind schwer aufzuhalten! Und das liegt an ihrer großen Massenträgheit! Wir schaffen das, Starla! Wir müssen nur mit aller Kraft, die wir haben, am Zug ziehen! Ich wette, da hast du recht, Blaze! Jip, jip, ja! Und jetzt ziehen! Wenn wir ihn stoppen und meine Torte retten wollen, müssen wir fester ziehen!
Helft mit einer Kraft von 7 zu ziehen. Zählt bis 7 mit uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der Zug wird langsamer, aber er hält noch nicht an. Oh oh, meine Geburtstagstorte hat gleich das Gleisende erreicht. Wir müssen mit allergrößter Kraft ziehen. Mit einer Stärke von 20. Zählt mit uns. Fangt bei 15 an. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, wir haben es geschafft. Meine Geburtstagstorte ist gerettet. Super gemacht, Starla. Vielen Dank, Freunde. Ohne eure Hilfe hätte ich das nie geschafft. Oh, das haben wir doch gern gemacht. Kommt alle mit. Bringen wir die Torte dahin, wo sie hingehört. Zu deiner Geburtstagsparty. Yeah! Da ist der Leuchtturm. Direkt vor uns. Aktiviere Feuerlöschbootpumpe. Es funktioniert. Unsere Pumpe pumpt das Wasser direkt aus dem Meer in unsere Wasserkanone. Helft uns zielen, damit wir das Wasser direkt auf die Flammen spritzen. Um die Flammen zu treffen, müssen wir dann nach links oder nach rechts zielen. Nach links, ja! Juhu! Es hat geklappt! Weiter, Blaze! Wir müssen nur noch einen Brandherd löschen. Aktiviere Feuerlöschbootpumpe! Um die letzten Flammen zu löschen, müssen wir dann noch höher oder tiefer zielen. Höher! Oh yeah! Crusher, komm schnell! Was ist denn schon wieder, Picky? Nur das Größte so tun, als ob Feuer von allen. Und es gibt nur einen so tun, als ob Feuerwehrmann, der so ein großes so tun, als ob Feuer löschen kann. Feuerwehrmann, Crusher! Ja, das stimmt. Ich bin ziemlich toll. Okay, Picky, ich lösche es. Hurra! Ich hole den Schlauch. Aber denk dran, Picky. Diesmal möchte ich einen Schlauch, aus dem Wasser spritzt. Tut mir leid, Crusher. Ich hab dich nicht verstanden. Hast du gerade was gesagt? Da ist er. Mein Schlauch. Trete zur Seite, Picky. Jetzt lösche ich dieses Feuer mit Wasser und werde dadurch ein großer Held. Das bist du doch schon. Nur ist das kein Wasserschlauch. Das ist kein Wasserschlauch? Nein, es ist ein Unterhosenschlauch. Ein Unterhosenschlauch? Hallo, Tiere. AJ und ich kommen, um euren Dschungel vor den Vulkanen zu retten. Ja, aber um heiße Lava abzukühlen, brauchen wir das beeindruckendste Feuerlöschfahrzeug von allen. Ein Löschflugzeug! Ein Löschflugzeug ist ein Flugzeug mit einem riesigen Tank, das Wasser aus dem Meer schöpft. Dann fliegt es damit dahin, wo es ein Feuer gibt und wirft das Wasser darüber ab. Jaha! Jetzt bin ich eine Löschflugzeug-Monstermaschine! Schöpfen! Wasser! Und jetzt müssen wir einen Vulkan suchen, der gerade ausbricht. Dann werfen wir das Wasser über ihm ab und kühlen damit die heiße Lava. Seht genau hin! Wenn ihr Lava seht, ruft Lava! Lava! Wuhu! Es hat geklappt! Unser Wasser hat die heiße Lava abgekühlt!
hilft uns, den letzten ausbrechenden Vulkan zu finden. Wenn ihr Lava seht, ruft Lava! Lava! Und super stark zieht er schwere Frachten durchs Land. Der Sattelaufhänger ist vollgepackt mit Vollgas außer Rand und Band. Zwillingsreifen, ein Schmutzschutz ist dran. Der Dieselmotor treibt alles an. Zieh die Hupe, es ist soweit. Lass uns blitzen, ja klar! Wir sind zu allem bereit. Der Sattelschlepper rollt. Schwere Last, der Sattelschlepper rollt. Er rollt, er rollt. Wir kommen aufgepasst, der Sattelschlepper rollt. Du bist bald zu Hause, Flippy. Das Meer liegt direkt da, hinter den Bergen. Wow, warte mal, Blaze. Ich glaube nicht, dass Berge so klingen sollten. Rostfleck, seht mal da vorn. Das ist gar kein Berg, das ist ein Vulkan. Oh. Ah. Oh. Oh Mann, wie sollen wir an der heißen Lava vorbeikommen? Ah. Ja. Hey, also ich glaube, Flippy hat eine Idee. Ja. Wow. Ja. Flippy hat die Lava mit Wasser abgekühlt. Seht mal her. Wenn Wasser auf heiße Lava trifft, geht die Hitze von der Lava aufs Wasser über. Die Lava kühlt ab und wird zu einem harten Stein. Das Wasser wird heiß und seine Teilchen bewegen sich sehr schnell und breiten sich dadurch aus. Es verwandelt sich in Dampf. Dann los, Flippy! Lass uns jetzt diese heiße Lava abkühlen. Der Vulkan hat gerade zwei Lavakugeln ausgespuckt. Und da kommt sogar noch eine. Wie viele Lavakugeln sind es jetzt insgesamt? Drei! Ja! Hey, Flippy, schaffst du einen Platscher, der gleich drei Kugeln abkühlt? Eins, zwei, drei! Ja, geschafft! Ja, und gleich sind wir am Vulkan vorbei. Aber diesmal spuckt er sogar noch mehr Lavakugeln aus. Fünf Lavakugeln! Und noch eine! Wie viele sind es jetzt insgesamt? Sechs! Ja! Das schaffst du, Flippy! Und zwar mit deinem allerdicksten Platscher! Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Geschafft! Flippy hat alle sechs Lavakugeln abgekühlt. Und seht mal, da ist Flippys Familie. Oh, sie vermissen dich sehr. Gut festhalten, Flippy. Wir bringen dich super schnell nach Hause. Gleich fährt der Sattelschlepper turbo schnell. Damit ich turbo-schnell werde, ruft Gib Speed! Gib Speed! Geschafft, Blaze! Wir haben Flippy nach Hause zu seiner Familie gebracht. Seht mal, wie sie sich freuen, dass sie wieder zusammen sind. Was sagt er, Blaze?
Ich glaube, Flippy und seine Familie schwimmen jetzt eine Runde. Und er möchte, dass wir auch mitkommen. Das machen wir, Flippy. Sattelschlepper, los!